Salle, Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge City Skylines Industries. Ich freue mich, dass du da eingeschaltet hast. Wie immer, vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare unter der letzten Folge. Ich habe ja geschrieben, dass es super toll findet. Dass ihr es super toll findet, vor allem, ne? Nee, egal. Wir springen direkt rein. Wir wollten ja heute unsere Schule bauen. Also, ich möchte gerne einen kompletten Schulkomplex bauen. Ich habe das schon mal vorher getestet, so. Da passt gar nicht hier hin, so groß ist das Zeug, ja. Deswegen machen wir das hier hin. So, heißt, wir werden das jetzt hier hin machen. Und zwar brauchen wir dafür einmal. Okay, guck mal, hier haben wir schon die Schulbusse, die ich haben möchte. Highschool. Müssen wir hier hinsetzen. Wir brauchen das ganze Ding. Eins, ich würde gerne mal versuchen, ob wir das 1, 2, 3. Sieht jetzt ein bisschen viel aus, aber ich möchte gerne was versuchen. Und zwar möchte ich gerne, warte, nicht so, sondern den Kollegen hier so nehmen. Dann möchte ich das Ganze drehen. So. Möchte ich den hier, wobei das hier nicht klappen wird, weil du das Ganze ja leider nicht 1:1 machen kannst. Aber das passt nicht. Wir können das ja nicht spiegeln hier, ne? Das ist ein bisschen doof, aber nichtsdestotrotz könnten wir das hier so reinmachen. Mal sagen, so hier Mauer an Mauer. So, ist das da ganz dran? Lass mal gucken. Ja, nicht 100%. Das müsste vielleicht noch so ein Tacken. Na, komm. Bleibst du ruhig stehen da. Bleibst du ruhig stehen? Ja gut, so, das sieht keiner. Ne? Jetzt nehmen wir die hier noch und drehen die so. Machen das Ganze gerade. So, schieben das noch hier rein. Das wir praktisch so jetzt hier ganz miteinander verbunden haben. Das könnte so aussehen, als praktisch eine gigantische Highschool. Ne? So, aber das, was wir noch machen können, ist Folgendes. Und zwar, wir brauchen auch noch eine Grundschule. Da haben wir, die sehen einfach nur scheiße aus. Wir haben hier noch eine, so eine Large Suburban, also so eine Grundschule. Die können wir hier hin machen. Wenn wir wieder einfach so auf die Ecke hier klatschen, da passen wesentlich mehr rein. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die so extremst, aber wirklich extremst dunkel ist. Das ganze Ding ist so. Ich weiß jetzt nicht, ob mir da irgendein Prop fehlt oder sonst was, oder ob das so sein soll. Ist ja praktisch schwarz. Also, das ist die Schornsteinfeger-Grundschule hier, wie man sieht. Ne? Sieht ansonsten hier einzigste Bunte, was da ist. Wirklich das einzigste Bunte. Schade, aber so ist es nun mal. Naja, was soll's, ne? Was soll's. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das hier am besten hinkriegen. Dass wir hier die, Oh man, die sind alle nach außen gedreht, ne? Könnten wir das Ganze vielleicht nach innen drehen? Das wäre, glaube ich, noch besser. Das wäre, glaube ich, noch besser, wenn wir das jetzt andersrum drehen. Pass auf, wir machen das jetzt so rum, dass das hier nach innen geht. Weil sonst müssen wir außenrum die Straße machen, das will ich nicht. Würden wir das hier so rumdrehen. Wenn wir das jetzt mal so an die Straße tun. So. Machen wir mal so. Können wir den Kollegen hier neben rumdrehen. So, der würde dann gut hier auf die Ecke passen, ne? Sagen wir mal so. Wenn wir gucken, wie wir das hier gerade hinkriegen. So, wo ist der? Sagen wir mal hier so. Nicht 100%. So. So könnte man das lassen, ne? Dass das so zusammenpasst. Hier könnte man das. Boah, das geht, das geht. Das passt. Die Mucke geht mir gerade tierisch auf den Keks. Aber was willst du machen? So, jetzt müssen wir gucken, dass das hier dran passt. Hier hinten am besten. Ja. Dann hätten wir wirklich wieder so einen riesigen Schulkomplex. Mir persönlich gefällt das ganz gut. Müssen wir mal gucken, wie viele in eine reinpassen. Dann haben wir auch erstmal genug Schule. Zum Beispiel so. Wunderbar. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Dann könnten wir nämlich praktisch die drei hier nehmen, so. 1, 2, 3. Habe ich die jetzt wirklich alle drin? So, jetzt habe ich sie alle drei drin. Zip. Und einmal so hier hinschieben, dass praktisch hier so die Straße in der Mitte ist. Oder sagen wir mal, dass die hier so ist. Dass sie von hier aus einmal hier so hoch geht und hier rum. Kann man machen. Machen wir jetzt auch. So.
am besten, was heißt am besten? Wir machen das mit wieder mit unseren Lieblingsstraßen hier, die kennen wir ja, ne? Machen wir so. Oder, nee, die geht gar nicht, die geht gar nicht, die passt hier nicht hin. Wir müssen die ganz kleinen nehmen, die hier. Wir wollen ja keine Dingens da haben, ne? Das wollen wir nicht. Lass nochmal los. Haben wir die noch alle drei drin? Ja, haben wir. Okay. So, dann muss die nämlich so hier dran. Einziges, was mir jetzt ein bisschen auf den Keks geht, ist, dass sie wieder meckern wird die ganze Zeit. Wir haben keine Straßenanbindung, ne? So, jetzt bauen wir die einfach noch so lang. So, der müsste jetzt eigentlich Straßenanbindung haben. Dann packen wir die Straße einfach nach hier ganz oben. So, hier lang. What? Und ziehen das noch hier rüber. So, dass eigentlich jeder hier Straßenanbindung haben müsste. Wunderbar. So, jetzt machen wir Folgendes. Hier machen wir jetzt noch unseren wunderbaren Beton rein. Pinselstärke nicht auf 1, sondern etwas kleiner, sagen wir mal so. Einfach hier alles zu, dass man die Straße gar nicht mehr sieht. Wobei das eigentlich dämlich ist. Die Straße muss bleiben. Wir müssen das hier erstmal freilassen. Wir müssen ja sehen, wo die Straße lang geht, sonst bauen wir gleich alles auf die Straße. Das wollen wir ja nicht. So. Machen wir es mal so, ja. Heißt, dann kommen wir erstmal hierher mit einem Planter. Haben wir die, glaube ich, die großen hier, ne? Ja, aber bitte einzeln. 25, genau. Guck, so. Können wir locker machen, dass wir so drei große Planter hier hinsetzen. Oder können wir die... Wir können auf jede Ecke einsetzen, ne? Das könnten wir machen. Lass mal gucken, wenn das Auto da lang fährt. Geht das? Oder... Ja, genau. War mir klar. Jetzt musst du da parken, ne? Du Penner. Oh Mann. Dann machen wir es so. Aber der ist nicht 100%. Okay. Ist nicht gut. Dann können wir hier noch einen machen. Und hier noch einen machen. Machen wir einfach nur einen in die Mitte. So, gib mir schon mal den hier. Der muss weiter hier rüber. Machen wir mal so. So ungefähr kann das sein. Ah, es ist jetzt nicht 100% gerade, aber es passt. Es passt. So. Heißt, was machen wir hier? Hier müsste es eigentlich auch ganz grün sein und nicht alles betoniert. Ne? Müsste. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Und zwar brauchen wir jetzt noch Fußgängerwege. So, die kleinen hier. Welche nehmen wir? Welche könnten wir nehmen? Wir könnten Folgendes nehmen. Ja, Müllwagen auch lang. Alles Zooweg. Nee. Was hier? Das würde gut passen. Oder der ganz normale Parkweg. Wir nehmen einen ganz normalen Parkweg. Einfach hier durch. So lang. So lang. Ort bereits belegt. Erzähl keinen Quark. So, machen wir Anarchie wieder an. Hallo. Was ist los? Anarchie! Muss wieder hier hingehen, ne? Natürlich. Das sind dann immer die Probleme, wenn man wieder pennt und vergisst, die Sachen anzumachen. So lang. So lang. So lang. Hier noch dran. So, ich würde gerne von hier oben so hier durch. Geht das? Das ist doch hallo. Kein Snapping. Du kannst das hier so machen, genau in der Mitte. So. Bap. Wunderbar. Jetzt müssen wir das natürlich nur noch selber gerade ziehen. Aber das ist ja kein Problem. Das machen wir mal gerade. Gerade ziehen, ne? Alles klar. So, bis hierhin ungefähr. Sagen wir mal so. Müsste eher noch so ein bisschen rüber, dass das gerade ist, halbwegs. Sagen wir mal so. So, dann können wir die Kollegen aber noch hier hochziehen, dass sie so da dran sind. So. Machen wir doppelt. Doppelt gemobbelt hält besser. Noch was hoch. Hier noch was rüber. Hier müsste eigentlich auch noch was darüber, so, ne? Das ist... Ah, halbwegs in Ordnung ist. Jetzt ist er da natürlich nicht mehr dran, aber das ist nicht schlimm, das soll er auch nicht. Ich will das nicht. Er muss noch was höher. Der hier noch. Gar nicht so einfach, die relativ gerade da dran zu kriegen. Muss ich jetzt mal gestehen. Aber okay. Es ist, wie es ist.
Könnten die eigentlich noch so ein klein bisschen raus. Ja, hier nicht wirklich. Sagen wir mal so, das reicht. Wir haben unser Bestes gegeben, das reicht so. Fertig. So, hier ist die Straße Ende. Dann könnten wir jetzt wieder unser tolles Gras nehmen von hinten. Warum sollen wir uns groß mit Suchen beschäftigen? Wir nehmen einfach einmal hier Gras. Können wir das jetzt auch hier so überall drüber machen? Lass mal gucken. Oh, schade. Kann ich das runter machen? Geht das runter? Nein. Das ist natürlich doof. Hahaha. Nicht die Straße, das Gras, das Gras. Das ist doof. Das ist echt doof. Das sieht scheiße aus, wenn das eine da dran ist und die andere nicht. Dann lass es so. Dann machen wir das weg hier. Jetzt will ich schon entfernen drücken. Ist klar. So, lassen wir das weg. Und nehmen andere Sachen. Als da wären erstmal Büsche, Gras und so weiter. Da können wir andere Sachen reinmachen. Hier Regular Street. Die sind immer ein bisschen klein, ne? Tents, so können wir da gleich reinmachen. Erstmal hätte ich gerne Gras. Wirklich Gras hier. Was könnte man. Oh, das sieht nicht so toll aus. Ich will halt gepflegtes Gras haben. Flower Patch, nein. Park, Ploppable Gras, das sieht halt aus wie da. Das bringt überhaupt nichts. Komm klar. Sind wieder Drogen in der Schule, wetten wir? Wetten wir? 100 Pro. Das ist alles an Gras, was wir haben, ne? Und das ist der, das ist der. Oh, das ist echt. Das regt mich wieder so auf. Das regt mich wieder so auf. Da machen wir es anders. Curb. Curb Network, Medium. Können wir das nehmen? Das müssten wir nehmen können. So, das könnten wir schon mal large, medium. Gibt es das auch in klein? Passen die da rein? Ein theoretisch würden die hier so reinpassen, ne? Schauen wir mal so. Ja. Und dann noch hier rein so. Dass wir hier halt, sowas haben. Das machen wir jetzt hier überall am Rand. Nehmen wir dieses hässliche Zeug weg. Jetzt geht das hier nicht. Jetzt muss ich das so machen und dann immer schieben, oder was? Verarschen? Was denn das für ein Sheet? So, von Hand kann ich den so da reinschieben. Das ist kein Problem. Aber direkt? Nee, das geht nicht. Jetzt hüpfst du hier wieder rum und kriegst nichts rein. Nächstes Problem. Ach, sowas hasse ich ja. Sowas hasse ich. Guck, und dann musst du hier rumfummeln und. Aber wir kriegen das hin. Null Problemo. Null Problemo. So. Machen wir das da nämlich auch. Als soll das so sein. Machen wir jetzt auf der anderen Seite und hier hinten auch. Da können wir das vielleicht mit kleineren machen. Mal gucken. So. Den hier hin, den hier so hin. Ah, das sollte passen. Das sollte passen. Oh, noch einen etwas größeren. Small, Medium. Ah, die sind rund, ne? Das bringt überhaupt nichts. Der ist mir viel zu klein. Ovale bringen überhaupt nichts. Geplanter hier haben wir ja. XL, ja, die hier kannst du wieder nehmen, ne? Was schade. Schade, schade, schade. Okay, fangen wir mal hier an. Sagen wir mal so. Da hört es auf. Dann so. Na, so. So, und hier noch einen hin und da noch einen hin und dort einen hin und dort einen hin. Hey, das wird natürlich eine Menge Arbeit, das hier alles ordentlich zu machen. Das kann ich gleich sagen. So, sagen wir nochmal so um die Ecke, so ungefähr. Anders bleiben. Ja, oh, guck mal hier. Hier können wir das auch machen. Hier kann man das vielleicht direkt gerade machen. Aber hier hast du relativ. Oh, das ist ja auch noch so. So. Wunderbar. Wunderbar. So wie wir das haben wollen, gefällt mir.
Müssen wir nur noch hinten die gerade machen. Den können wir mal gerade zumachen. So, jetzt wird es wieder interessant, die reinzukriegen. Kriegen wir die hier hinten vielleicht rein? Nein. Warum ist das eigentlich zu? Ich hätte gerne die kleinen hier rein. Die hier. Genau, so ein bisschen weiter. Jetzt ihn hier. So ein bisschen, er muss aber schon wieder ein bisschen hier hoch, wie man sieht. Vielleicht. So, hier hin. Geht so. So, hier rein. Bitte komplett zu. Gucken, dass die hier reinpassen. Ätzend. Erstmal rein tun. Gucken, dass ich noch eine Kameraeinstellung finde. Ja, ist kein Wunder. Ist natürlich auch wieder Autosave. Weißt du, immer in der Sekunde, wenn du sowas machst hier, wo du so Feinarbeiten machen musst, kommt dann Autosave, wo dann kommt BOM! Schön hier alles steht. Siehst du? Genauso. Hier steht da, was mache ich jetzt? So. Ach, das tun wir jetzt gleich ein bisschen, obwohl das sieht scheiße aus. Weil du halt das Weiße siehst. Ich will das nicht, ich will nur ihn hier. Nee, nicht die Straße. Ihn will ich. Und zwar so da rein. So, aber dann musst du den wieder hier rausstellen. Dann musst du wieder hier drüben an den dran und das ein bisschen gerade machen, wo du wieder nicht rankommst. Wir nehmen 9. Wir nehmen 9. Ich hau da noch einen drüber, das ist mir egal. So, den kriegst du wenigstens reingenommen. Geht schneller, als wenn du hier stundenlang rumfummelst. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. So, dann haben wir hier eine kleine Kante. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das wird gleich ein bisschen von den Büschen und so weiter kaschiert. Die müssen noch ein bisschen ran hier. Eigentlich müssten wir noch auf der anderen Seite noch hier einen Lehrerparkplatz machen, dann einen Parkplatz für die ganzen Schulbusse und so. Aber ich befürchte, das werden wir heute gar nicht hinkriegen. Muss ich dann vielleicht nebenher machen. Vielleicht mal wieder einer Timelapse am Anfang der nächsten Folge oder so. Mal gucken. Mal gucken, wir kriegen das schon hin. So, lass mal gucken. Decall, haben wir nicht ein paar schönere? Sowas hier zum Beispiel dafür. Oh, 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 oh. Könnte man auch drauf machen, aber das wird jetzt Ewigkeiten dauern. Die sehen scheiße aus. Die gefallen mir nicht. Ah, da haben wir noch größere, okay. Ah, das ist jetzt zu viel Arbeit, das noch zu machen. Oder? Nö. Ah! Niemals. Wir machen das jetzt noch hier so zwischen. Dann lassen wir die Straße, wie sie ist, und machen nur einfach hier. Kann es ja wunderbarer machen hier, so. Und schön bündig abgeschlossen mit den Grünanlagen hier. Oder hier vor so alles ein bisschen. Was man nicht alles daraus machen kann, ne? Wir setzen die mal hier so hin, die wir brauchen. Da brauchen wir bestimmt noch zwei. Wie sieht's hier aus? So die Ecken. Gucken, wo wir was machen können. Ja. Machen wir mal so. Da geht das. Da hinten drin siehst du noch ein bisschen was. Hier könnte das so gehen. So bündig abschließen. Wenn man da reingeht. Und hier noch so der Durchgang. So, jetzt gibt mir mal gerade den Kollegen hier. Dann kann man das gerade selber machen. Wow, hier so einfach drunter schieben. Ordentlich. So, und den letzten. Her damit. Sieht das gleich viel, viel schöner aus. Jetzt schließt das leider nicht ganz bündig hiermit ab, weil das halt rauf und runter ist. Aber wir kriegen das schon hin. So. Bushi Bushi. Was können wir da nehmen hier? Die sind mir viel zu klein. Die müssen halt ein bisschen groß sein. Ich weiß auch nicht, warum wir die nicht hier reinsetzen können. Kann ich den einfach hier so hinsetzen und nehmen und hochtun? Gucken. Den kannst du jetzt verschieben, aber... Der wird, ne. Wo kannst du ihn sitzen lassen? Der Busch hier ist wieder ein bisschen, naja. Wohl so ein paar. Ach, Pinselstärke ist Gott sei Dank ein bisschen runter. Jetzt einfach sagen, hier so Büsche. Warum mache ich das eigentlich von Hand? Warum mache ich das von Hand?
Wenn ich ein fauler Sack bin. Kein fauler Sack bin, sondern dumm. Einfach nur dumm. Wir haben hier so schöne Tools, weißt du, und ich mache alles von Hand. Wobei das dann auch wieder ein bisschen scheiße aussieht, ne? Sieht das hier? So, den vielleicht noch einzeln nehmen hier. Das ist da ein bisschen zu dicht, oder? Muss ja nicht alles 100% gerade sein. Aber jetzt noch andere Farben von Büschen. Tiny. Oh, die sind wirklich tiny, ne? Die sind echt tiny. Bop, bop, so. Damn, damn. Die Büsche hier. So, wir machen das jetzt erstmal mit den Rändern hier. Dann müssen wir eh noch alles ein bisschen verstecken. Dass das nicht 100% gerade ist, aber wie gesagt, das kriegen wir locker hin hier. Na, komm her. Hat keiner gesehen, ne? So. Dann ist das praktisch so eine dichte Hecke, nenne ich es jetzt mal. Eine dichte Hecke. Oh, guck mal, da haben wir noch gar nichts gemacht. Da müssen wir gleich noch was machen. Ja. Und da noch was, so. Sag mal, schon wieder Polizei. Was ist denn das bitte für eine Schule? Was ist das für eine Schule, dass hier ständig Polizei kommt? Geht's noch? Unglaublich. So schlimm war es ja noch nicht mal bei mir früher. Ja. Sehr schön. Haben wir das? Jetzt müssen wir den hier noch gerade machen, ne? Muss ja noch so da rein. Der hier muss auch noch so da rein. Wird schön, dann passt das. Die können wir vielleicht noch doppelt nehmen und so da rein tun. So, dann passt das auch. Dann können hier auch die Büsche hin. Also sonst passt da eh nichts mehr rein. Können wir das hier so komplett zumachen mit den Büschlis. Dann passt das. So, und jetzt können wir wieder... Buschi, Buschi. Kannst du vielleicht einen hier hin tun? So. Cluster of Bushes. Die großen dann hier so rein. Da mal, dort mal. Hier vielleicht. Nee. So die Hälfte rausgucken. Nein. Guck mal da einen hin. So. Was haben wir sonst noch? Wir brauchen ein paar Trees, ne? Aber ich würde das gerne erst noch ein bisschen dichter machen hier. Sowas. Kann dahin und dorthin. Auch wenn es eigentlich... Was ist das eigentlich? Mangrove. Hat keiner gesehen. Das passt aber schön dazu. Das sieht gut aus da drin. Am Cluster of Bushes. Sowas hier. Könnte man hier mal vielleicht alles so zuwuchern lassen. Das Dead. Der Shady Bush. Aus wie Busch. Das passt überhaupt nicht da rein. Das sieht voll kacke aus. Keine vernünftigen, sowas könntest du dann hier reinmachen. So. Tut mir leid, die Mangroven passen am besten da rein. Auch wenn sie da eigentlich nichts zu suchen haben. Wir haben echt nur so absolute Mini-Dinger, ne? Ist man hier, wieso mit der Pipette? So, sag uns das, wir brauchen noch vernünftige Büsche. Aber definitiv, du. Definitiv. So, gehen wir gerade her und nehmen uns die wieder so, wie wir sie brauchen. Nämlich hier. Mit denen mal. Da kommt sie hier noch ein paar Mal hin. Hier kann er auch ein paar Mal hin. Und da drauf und hier so hin. So, das ist mir noch ein bisschen zu sehr nicht bewuchert hier. Oder ja, durchwuchert, soll man sagen. Durchwachsen, glaube ich, ne? Das hört sich am besten an. So, kann man den jetzt noch da drauf stellen. Da kann gleich ein anderer Baum rein. Hier kann auch so einer hin. Und jetzt brauchen wir richtige Bäume. So, Tree. Was haben wir denn hier? So, einer könnte hier hin. So, Bushi, nein. Twink Tank, so ein Kla... Nee. Ich will wirklich nur Bäume, Leute. Lugam. Der könnte hier hin. Was ist das? Der ist mir zu klein. Palmen brauchen wir hier nicht. Ja, so, 1, 2 können dahin. Was ist das? Eine Pappel. Guck
Guck mal, die würde gut hier hinpassen, aber die hat wirklich scheiß Low-Polygone. Lass mal. Weißt du, was wir machen? Wir holen uns wieder Bäume von hinten. Wir haben doch schon alles hier stehen. Auch die großen. Hier sowas. Warum holen wir uns nicht sowas? Dann könnte der zum Beispiel hier stehen. Guck, der kann da stehen. Dann können wir hier noch so einen großen hinmachen. Da kann einer hin. Hier kann einer hin. Einfach so. Dafür passt er nicht. Da passt er nicht. Konifere. Ja, genau. Die ist dann wieder so klein. So, was haben wir? Was ist das denn hier? Was könnte auch noch dazwischen? Was es nicht alles gibt hier. So, oder hier sowas. Warum machen wir nicht sowas? Weißt du, auch noch so ein bisschen dazwischen. Oder als Gras hier hin. Könnte man auch hier machen, ne? So als Gras. Dass es da wieder ein bisschen trockener ist. Da müsste man jetzt eigentlich das grüne Gras hin machen, aber dann, haben wir wieder alles zugewuchert hier. So, wir lassen das mal so. Tall. Der ist wirklich tall. Bitte nicht so groß. Yellow Bush. Zu klein. Wir wollen einen vernünftigen Baum. Es muss doch einen vernünftigen Baum geben hier. So, so. Hier noch so einen kleinen. Da könnte auch noch einer hin. So. Dann ist das grün. Das reicht. So, jetzt bei dem Gras hier. Das war, wo, Yellow Bush, nein. Das war, ist das? Palmpflanze. Oh, die würden zum Beispiel auch noch schön aussehen hier so. Könnten auch wunderbar auf die Ecken passen. Und darunter dann nur das braune Gras. Das geht. Das geht! Dann lassen wir das so. Dann können wir den Rest jetzt so zumachen. Einfach mit braunem Gras. Oder wir machen das zu mit, hier mit Beton. Aber ich will nicht alles zukleistern mit Beton. Das finde ich dann nicht so schön, muss ich sagen. So, hier noch ein bisschen hin. Alter, die Zeit fliegt, wenn du sowas baust hier. Die fliegt echt. Genau, der Hund macht auch schon. So, hier noch so ein bisschen hin. Da können wir noch hier und da ein paar andere dazwischen hauen. Ja, einfach, dass wir hier wirklich so trockenes Gras haben. Es ist halt schade, du hast, oder wir haben so geiles trockenes Gras, aber das sind halt immer so riesen Props, ne? Da kannst du überhaupt nichts machen. So, hier und da noch so ein bisschen höher rein, so. Hat der Gärtner was zu tun hier, oder der Hausmeister, der Rasen mähen muss? Geht. Geht doch, oder? Sieht schick aus. Die brauchen jetzt noch Wasser. Auf jeden Fall. Hoffe, oder die müssten eigentlich alle Straßenanbindung haben. Lass mal gucken. So, wie viel passen da rein? 3000, das heißt 3,6 hier würden 9000 reinpassen. Jetzt müssen wir mal gucken. Was hier? Genau, hier ist es. Das Ding, ich setze das jetzt mal einfach so hier ran. Das müssen wir noch machen. Als hier Sportplatz, der muss ja auch noch kommen hier auf die Seite. Ne? Hier müssen wir noch unsere Parkplätze machen für die Lehrer, für die ganzen Schulbusse, die dann loszockeln. Hier haben wir ja noch schön was da rein kann. Müssen wir gucken. Und hier müssen wir dann halt doch nochmal Wohnungen und ein bisschen Gewerbe reinmachen. Vorzugsweise einfach Wohnungen. Können wir das hier vielleicht einfach erweitern und hier so reinhauen, wie wir es brauchen. Mal gucken. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, abonnieren, Glocke aktivieren, so dass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V, bis zur nächsten Folge. Euer Ede.